ich finde diese Sendung so toll. Die ist auch extrem spannend. Wie spät haben wir es jetzt eigentlich? Was? Es ist schon 9:05? Oh, wir müssen in 20 Minuten beim Kinderarzt sein. Emma, machst du dich dann bitte auch fertig? Wir müssen gleich los. Wo habe ich denn meine Tasche hingetan? Oh Mann, die Zeit. Emma, wo steckst du denn schon wieder? Bist du schon fertig? Können wir los? Emma, jetzt lass den Quatsch. Wo bist du denn? Versteckst du dich etwa unter der Decke? Emma, komm raus. Emma, für deine Spielchen habe ich jetzt wirklich keine Zeit. Wir müssen los. Wir kommen zu spät. Oh, ich weiß auch, dass du unter der Decke bist. Emma, jetzt komm raus. Hä? Nicht im Bett? Wo bist du denn dann? Emma! Oh Mann, das raubt mir total die Zeit. Wir müssen los. Oh Mann, ist das cool. Julian, kannst du mir mal Ja? weiterhelfen? Wo steckt denn die Emma? Wo soll ich das denn wissen, Mama? Ich bin in meinem Zimmer, als ob Emma jetzt Ach hier komm schon, ist. Julian, du weißt es ganz Nein, genau. ich weiß es nicht, Mama. Warum denkst du immer, dass ich den Unsinn mache? So schlimm bin ich nun auch wieder nicht. Außerdem will ich hier nur in Ruhe gerade dieses Video schauen. Und ich werde immer dabei gestört. Entweder von dir, von Papa, von Hannah oder von Emma. Also von allen. Ja, ist gut. Aber Julian, wärst du nicht wenigstens so nett, um mir zu helfen, bitte? Oh Ich muss wirklich los. Mann. Komm, du weißt ganz genau, wo sie ist. Ach Mama, ich habe keine Lust. Warum muss das denn sein? Es geht doch um Emma und nicht um mich. Bitte. Oh, bitte nicht, Mama, bitte. Ach Julian, komm schon, bitte. Ich gehe jetzt nach unten und suche Oh, nach ja, ihr und du gut, kannst ja bitte in den okay. anderen Zimmern Ja, ist ja gucken. gut. Emma? Hier ist sie auch nicht. Wo ist sie denn bloß? Hm, was sind das für Stimmen? Habe ich etwa den Fernseher angelassen? Ach, jetzt weiß ich, wo Emma ist. Fernsehen gucken. Der ist einfach hinge. Oh, Ach, Mama! Julian, du bist es. Also Emma ist nicht hier. Ich hab wirklich gesucht und ich habe sie nicht gefunden. Tut mir Ach, leid. Julian, such bitte weiter. Oh. Los jetzt, Julian, sei mir bitte eine Hilfe. Wo ist die Emma jetzt? Ach, Mann. Ach, langsam mache ich mir wirklich Sorgen. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich suche dann im großen Wohnzimmer weiter. Okay, Mama? Mach das, Julian. Oh, ja, Dankeschön. ist ja gut. Wo kann sie denn nur sein? Ich habe, glaube ich, jetzt schon alles abgesucht, obwohl. Oben im Badezimmer war ich noch nicht. Emma? Hier ist sie auch nicht. Aber sie war als letztes auf der Toilette. Da ist auch noch ihr Toilettensitz. Ach, das kann doch wohl nicht sein. Wir müssen in 10 Minuten beim Kinderarzt sein. Was ist denn nun mit ihr? Wo ist sie denn? Ist sie vielleicht draußen in dem Garten? Oh Mann, wie hat er das Tor nicht getroffen? Oh, ich würde das ja locker. Wobei, letztes, wo ich die Fenster. Na, egal. Ach Julian, das gibt es doch wohl jetzt nicht. Ich mache mir Sorgen um Emma und suche sie hier. Und du hast nichts Besseres zu tun, als Fernsehen zu Ich habe gucken? sie doch auch gesucht. Mama, tut mir leid, sie ist einfach nicht da. Ich war auch zwischenzeitlich mal in Hannas Zimmer und da war sie auch nicht. Also tut mir leid, ich weiß nicht, wo sie ist. Du musst halt auf Mann, sie wo kann sie aufpassen, denn Mama. sein? Ich mache mir riesen Sorgen. Ich kann sie einfach nicht finden. Vielleicht sollten wir besser die Polizei rufen. Guten Tag, Claudia Vogel hier. Ach, Sie sehen das schon auf Ihrem Display? Nein, ich rufe nicht an wegen Julian. Es geht um was ganz anderes. Ich vermisse meine kleine Tochter Emma. Sie ist 3 Jahre alt, hat einen türkisen Strampler an mit einem Pinguin drauf. Und ich kann sie nicht finden. Sie ist einfach weg. So, Frau Vogel, wo haben Sie denn die kleine Emma als letztes gesehen? Also eigentlich beim Frühstück. Aha, und danach haben Sie sich nicht mehr um die Kleine gekümmert? Naja, sie ist dann in ihr Zimmer gegangen zum Spielen. Aha, Eigentlich glaube ich ja, dass sie noch aha. irgendwo hier ist. Sie ist doch nicht Und da abgehauen. rufen Sie die Polizei? Also ich meine, wen soll ich sonst rufen? Hey Mama, ach, die Polizei ist schon da. Hey, hallo! Oh Mann, ich glaube, ich sollte lieber verschwinden. Die kennen mich bestimmt. Hallo, kleiner Mann. Kenne ich dich nicht irgendwoher? Bist du nicht der letztens. Nö, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Nee, ich bin der nicht. Auf gar keinen Fall. Oh Mann. Hey Mama, ich wollte dich kurz mal was fragen Was noch. Also du denn? suchst ja Emma, ne? Ja, Und, immer noch. hast du es mal damit versucht? Womit? Hallo, hier bei Familie Vogel gibt's gratis, ganz, ganz heißen, tollen Kakao. Gratis, heißen, tollen Kakao. Und nur für Mädchen. Was? Es gibt Kakao? Wo denn? Ich kann ihn noch gar nicht riechen. Ich liebe Kakao. Ich wusste es doch, Mama. Hast du gesehen? Emma, da bist du ja. Wo warst du die ganze Zeit? Ich habe mir Sorgen gemacht. Wo ist denn der Kakao? Ich hätte gerne eine große Tasse mit Sahne. Und schön warm soll er sein. Emma, ich habe mir riesige Sorgen um dich gemacht. Du warst einfach verschwunden. Ich habe schon die Polizei angerufen. Was soll das? Naja, haben Sie gesehen? Also ich bin super Detektiv. Ich habe das sofort rausgefunden. Sie können jetzt gehen. Ah, jetzt weiß ich, wer du bist. Jetzt weiß ich, wer du bist. Du bist doch dieser Junge, der ständig im Aquapark Ärger macht. Ja. Was? Wie bitte? Ich und Ärger? Niemals. Also da kennen Sie mich anscheinend nicht. Ich kenne Sie auch nicht. Sie wissen ja, wo die Tür ist. Tschüss. Hey Emma, sag mal, die Spülmaschine, das ist aber ein bisschen gefährlich, oder? Mach das lieber nicht. Und außerdem, Kakao gibt's leider nicht. Sorry. Was? Es gibt keinen Kakao? Aber da hat doch wirklich jemand gerufen. Ja, das war Leckeren, ich. warmen Kakao. Sorry. Du? Oh Mann.
Ist doch jetzt vollkommen egal. Dieser Kakao. Na und? Wir müssen jetzt wirklich los, Emma. Wir müssen zum Kinderarzt. Du bekommst doch deine Impfung. Hoffentlich schaffen wir es noch rechtzeitig. Oh nein, nicht die Impfung. Jetzt fällt es mir wieder ein. Das war ja auch der Grund, warum ich mich versteckt habe. Oh nein, ich gehe schnell wieder zurück. Ich bin nicht da. Wenn mich jemand sucht, keiner weiß, wo ich bin. Julia, mach mal bitte die Klappe zu.